Dort gibt es einen Ersetzungsantrag FDP. Ich würde aber trotzdem so verfahren, wir lassen erstmal die einreichende Fraktion den Antrag einbringen und würden anschließend den Ersetzungsantrag FDP entsprechend dann vorstellen. Macht er in der Fraktionsrunde okay, würden wir mit der SPD starten und in der Fraktionsrunde würde dann starten, wenn gewünscht, Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion. Herr Treves, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wohnungen sind zum Wohnen da. Das zumindest ist die Überzeugung der SPD und der SPD-Fraktion hier in Dresden. Und wenn man sich den Dresdner Wohnungsmarkt anguckt, dann sieht man, dass das nicht überall und nicht für jeden im ausreichenden Maße tatsächlich der Fall ist. Das bestätigt uns ja sogar ein CDU-geführtes sächsisches Innenministerium, weil dort ja immer für unterschiedliche wohnungspolitische Maßnahmen die Frage, oder von denen muss ja immer die Frage beantwortet werden, ob eine Kommune einen angespannten Wohnungsmarkt hat. Und für Dresden hat das sächsische Innenministerium, wohlgemerkt CDU-geführt, das schon mehrfach bestätigt. Das ist aber auch nicht bloß auf dem Papier so und in Verwaltungsverordnungen sichtbar, sondern auch tausende Dresdnerinnen und Dresdner und diejenigen, die das wollen, werden wollen und nach Dresden ziehen wollen, können das bestätigen, dass es in Dresden im Moment tatsächlich eine Herausforderung ist, eine neue Wohnung zu finden, insbesondere wenn man jetzt eine finanzielle Obergrenze hat und eben nicht beliebig viel Geld für eine neue Wohnung ausgeben kann. Als SPD-Fraktion setzen wir uns dafür ein, dass wir alle wohnungspolitischen Instrumente, die uns gesetzlich so zur Verfügung stehen, nutzen. Und der Sächsische Landtag hat ja jetzt vor kurzem eine neue Möglichkeit geschaffen, nämlich das Verbot von Wohnraumzweckentfremdung oder eine gesetzliche Grundlage geschaffen, das Verbot von Wohnraumzweckentfremdung einführen zu können. Umzusetzen ist das durch Satzungen der Kommunen. Und mit unserem heute hier vorliegenden Antrag wollen wir den Oberbürgermeister beauftragen, genau eine solche Satzung für Dresden zu erarbeiten, damit wir sowohl im Bereich der Ferienwohnungen als auch im Bereich des spekulativen Leerstands zusätzliche Wohnungen zum Wohnen für Dresdnerinnen und Dresdner akquirieren können. Die SPD-Fraktion hat überhaupt nichts gegen Ferienwohnungen. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sehr klar betonen. Und natürlich ist das eine schöne Unterbringungsform, insbesondere für Touristinnen und Touristen, die auf Besuch da sind. Aber wenn es knapper wird und wenn eben die Wohnungen für die Dresdnerinnen und Dresdner nicht ausreichen und man Prioritäten setzen muss, ist für die SPD-Fraktion eben auch klar, dass die Wohnungen für Menschen, die tatsächlich ganz normal da drin wohnen wollen und wohnen müssen, zuerst da sein sollten und Ferienwohnungen für Touristinnen und Touristen da dann an die zweite Priorität rücken. Wie gesagt, der Sächsische Landtag hat die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass wir diese Entscheidung heute hier treffen können. Das finde ich einen guten und wichtigen Schritt, auch dass es ein Koalitionsantrag war, der gemeinsam von der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne und der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag eingebracht worden ist und auch von diesen beschlossen worden ist. Das lässt hoffentlich auch darauf hoffen, dass mindestens diese drei genannten Fraktionen heute auch diesem Antrag der SPD-Fraktion zustimmen werden. Denn es ist eine Möglichkeit, dass wir dieses neue Instrument auch wirklich schnell in Dresden zum Einsatz bringen können, denn gerade im Ferienwohnungsmarkt in Dresden ist eine ordentliche Dynamik drin. 2021, zugegeben auf Corona-Höchstzeit, gab es 1200 angemeldete Ferienwohnungen in Dresden. Die aktuellste Zahl sind jetzt 1900, also innerhalb von 2,5, 3 Jahren ein ordentlicher Anstieg um 700 zusätzliche Ferienwohnungen. Da ist eine ordentliche Dynamik drin in diesem Markt und diese Ferienwohnungen konzentrieren sich von ihrer Lage hauptsächlich auch auf die Altstadt und die Neustadt. Und genau deswegen haben wir als SPD-Fraktion auch gesagt, wir wollen dieses Verbot von Zweckentfremdung durch Ferienwohnungen nicht direkt stadtweit einführen, sondern wir schlagen erst mal vor, es für die Altstadt und die Neustadt einzuführen. Da gibt es besonders viele Ferienwohnungen, das sind aber auch Stadträume, wo insbesondere bezahlbarer Wohnraum deutlich knapper ist als in anderen Teilen unserer Stadt. Und deswegen ist das an dieser Stelle eine sinnvolle Maßnahme.
Dresden ist ja nicht die erste Stadt, die so ein Wohnraumzweckentfremdungsverbot für Ferienwohnungen und für spekulativen Leerstand einführen wird. Und die Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigen, die sowas schon länger haben, dass es durchaus was bringt und dass es anderen Kommunen in den letzten Jahren eben gelungen ist, genau über dieses Instrument mal 200, mal 300 Wohnungen pro Jahr zusätzlich für den Wohnungsmarkt zu akquirieren und eben tatsächlich für die ganz normale Vermietung zu nutzen. Deswegen ist es ein sinnvoller und funktionierender weiterer Baustein in unserer wohnungspolitischen Landschaft. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute mit möglichst breiter Mehrheit für die Mieterinnen und Mieter in Dresden diesen Beschluss auch fassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollen doch jetzt die FDP-Fraktion der Fairness halber reden lassen, weil die wäre dann in der Fraktionsrunde nämlich am Ende dran gewesen. Und da kann Herr Blöden dann gleich auch den Antrag einbringen. Bitte schön. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zweckentfremdung von Wohnraum. Das Land Sachsen ermöglicht für einzelne Gebiete seit neuestem Satzungen zur Zweckentfremdung. Der jetzt vorliegende Antrag fordert, dies direkt für Dresden umzusetzen. Seit 20 Jahren werden in Berlin alle möglichen Rezepte ausprobiert, um Wohnraum günstiger zu machen. Immer mit möglichst vielen Einschränkungen und Vorschriften, was Eigentümer alles dürfen bzw. nicht dürfen. Die Ergebnisse sind, glaube ich, jedem bekannt. Berlin hat den katastrophalsten Wohnungsmarkt, beziehungsweise von Markt kann man nicht wirklich sprechen. Nun versuchen in Dresden insbesondere die SPD, aber auch Grüne und Linke mit genau diesen Rezepten auch für Dresden eine derartige Entwicklung herbeizuführen. Neuestes Thema: Zweckentfremdung Ferienwohnung. Mit unserem Ersetzungsantrag bezwecken wir als FDP-Fraktion als Reaktion auf die Landesgesetzgebung und deren Auseinandersetzung damit, dass wir für Dresden explizit diese Möglichkeiten zum Verbot von Ferienwohnungen nicht schaffen werden. Warum ist ein Verbot von der Zweckentfremdung kontraproduktiv? Wer nach Dresden kommt und eine Unterkunft benötigt, wird dies tun, ob mit Ferienwohnungen, Hotelkapazitäten, Zimmeranmietung oder Ähnlichem. Und wir wollen ja auch Gäste. Entsprechend braucht es dafür Angebote. Die Anzahl der Ferienwohnungen in Dresden ist im Verhältnis zu anderen Städten sehr überschaubar. Es besteht überhaupt kein Problem. Was macht es aber besonders kritisch? Ferienwohnungen werden ja nicht nur von Urlaubern genutzt. Auch für Geschäftsreisende oder Azubis sind diese eine gute Option, wenn man nicht dauerhaft in der Stadt bleibt. Auch denke man beispielsweise an die vielen im Zuge der Erweiterung der Chipindustrie vorübergehend in Dresden wohnenden Menschen, beispielsweise für Installation oder Aufbau, bei denen viele für einen begrenzten Zeitraum kommen werden. Sollen die aber alle eine feste Wohnung bei der anmieten, um die Wohnungsknappheit zu verstärken? Oder aber eben für Leute, die neu in die Stadt kommen? Da ist doch das Selbstverständlichste, wenn man neu ist, sich zunächst für die ersten Wochen in ein Airbnb anzumieten, um Stadt und Umfeld kennenzulernen und alles Weitere dann vor Ort regeln zu können. Das grundsätzliche Ziel sollte sein, Leerstand zu vermeiden. Alles, was in irgendeiner Form vermietet wird, entzerrt den Wohnungsmarkt. Entsprechend braucht es Anreize, um Leerstand, ob Wohnungen oder einzelne Zimmer, ob vorübergehend oder dauerhaft, möglichst immer zu vermieten. Finanzielle Anreize sind dafür sicher nicht das Schlechteste. Und das sollte jeder Eigentümer oder Mieter selbst entscheiden können, wie dies unkompliziert machbar ist. Der Übergang zwischen Kurz- und Langzeitvermietung ist dabei fließend. Das tradierte Wohnkonzept, eine feste Wohnung, diese möglichst dauerhaft, mag für viele Menschen die bevorzugte Option sein. Aber es gibt eben genug Situationen, wo andere Vermietungsformen sinnvoll sind. Und dann ist sich das Teilen einzelner Wohnungen von verschiedenen Menschen über einen längeren Zeitraum die effizienteste Option. Was ist die Alternative für die Menschen? Feste Anmietung einer Wohnung, die dann die Hälfte der Zeit leer steht. Mit dem Antrag der SPD wird der Stadt de facto Wohnraum entzogen, da Lücken in der Nutzung nicht mehr gefüllt werden. Marktplätze wie Airbnb bieten dabei sowohl Mietern als auch Vermietern die sicherste und effizienteste Möglichkeit, eben jeden Leerstand zu nutzen. Entsprechend sollte man es nicht einschränken, sondern es vielmehr als Teil des Wohnungsmarktes betrachten. Vielmehr sollte man sich fragen, wie vielleicht mehr Leute beispielsweise freistehende Einliegerwohnungen oder Gästezimmer mitvermieten und dadurch Wohnraum schaffen und das eigene Portemonnaie füllen. Portale wie Airbnb sind eine Chance für unterschiedliche Wohnformen und die konsequente Nutzung aller verfügbaren Räumlichkeiten. Diese sollten wir als Stadt fördern, anstatt dort mögliche Nutzungen zu verhindern. Immer neue Regelungen und sich dann wundern, dass zu wenig Wohnraum entsteht oder dass es zu wenig Wohnraum gibt, ist jedenfalls kontraproduktiv. Entsprechend bitten wir als FDP-Fraktion um Zustimmung zu unserer Ersetzung und einer Ablehnung zur Erstellung einer Satzung zur Zweckentfremdung. Vielen Dank. Dankeschön. Dann machen wir in der Fraktionsrunde weiter. Wird das Wort gewünscht, Freie Wähler? Thorsten Nitsche, bitte.
Okay, jetzt. Also wir werden dem Antrag der SPD nicht zustimmen und den damit verbundenen verdeckten Enteignungen, denn wir sind der Meinung, zusätzlicher Wohnraum entsteht durch Neubau. Und das, so wie von Herrn Drews erklärt, die Angebote insbesondere in den Stadtteilen nachgefragt werden, die einen hohen Anteil an Touristen haben, kann natürlich nicht verwundern, denn Touristen wohnen gern dort, wo Touristen gern sind. Dass diese Maßnahmen nicht wirksam sind, können Sie an dem von Ihnen genannten Beispiel in Berlin und dem Einfluss auf den dortigen Wohnungsmarkt eben, dass es nicht funktioniert, nachvollziehen. Danke. Okay, dann Dissidentenfraktion das Wort gewünscht. Nein. Dann AfD-Fraktion, Daniela Walter, bitte. So, sehr geehrter Herr Donhauser, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Die Situation auf dem Dresdner Wohnungsmarkt ist angespannt. Punkt. Überraschung. Dies stellt die SPD in ihrem Antrag mal so ganz profan fest. Wir sehen das differenzierter, sehen es aber auch, wie mein Vorredner schon sagte, Wohnungen entstehen durch Neubau. Und dieser fehlt. Schuld daran ist für die SPD aber nicht etwa die von Ihnen maßgeblich zu verantwortende katastrophale Politik im Bund, welche zu einem nahezu vollständigen Zusammenbruch des Wohnungsneubaus geführt hat, auch nicht die politisch völlig fehlgesteuerte Asylpolitik der letzten 10 Jahre. Nein, unisono, ich muss ja euch bedienen hier, damit ihr schimpfen könnt, unisono im Chor mit Linken und Grünen sind es die vielen Spekulanten, vor allem diejenigen, welche ihr Eigentum, ihren Wohnraum als Ferienwohnungen anbieten. Bei der SPD hat man dazu auch ganz genau recherchiert und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Die höchste Konzentration dieser sogenannten Spekulanten findet sich in den Stadtbezirken Altstadt und Neustadt. Stadtteile, die ja nun bekanntermaßen politisch gesehen rot-grüne Hochburgen sind. Aber okay, offensichtlich ziehen ausgerechnet diese beiden Stadträume massiv Heuschrecken an, die genau wissen, wie man schnelles Geld ohne viel Arbeitsaufwand erhält. Wer weiß. Nun ist es allerdings auch nicht so, dass jeder Airbnb-Vermieter automatisch ein Spekulant mit exorbitanten Gewinnen ist. Da gibt es nicht wenige, welche ihren eigenen Wohnraum zeitweise an Dresden-Besucher vermieten. Touristen, die sich Hotels vielleicht nicht leisten können und ohne diese preisgünstigen Angebote sehr wahrscheinlich auch nicht nach Dresden kommen würden. Diejenigen, die das bisher für sich so frei entschieden haben, vielleicht auch um sich die teure Miete im Stadtzentrum überhaupt selbst leisten zu können, müssen sich die Vermietung dann künftig von der Stadt genehmigen lassen. So sieht es das Gesetz vor. Ich wage jetzt mal die Prognose, dass das wohl weder gebührenfrei und gleich gar nicht ohne neue Bürokratieblasen vonstatten geht. Für uns als AfD liegt die Priorität wohnungspolitischen Handels keinesfalls in einer weiteren Verschärfung von Bürokratie und Regulierungswahn. Im Gegenteil, um bezahlbaren Wohnraum neu zu schaffen, muss Bauen in Dresden für Investoren überhaupt wieder attraktiv werden. Und dazu gehört für uns selbstverständlich auch der Abbau überflüssiger Regelungen und überzogener Vorgaben. Woran wir uns ganz klar nicht beteiligen werden, ist jede weitere Gängelung der Dresdner Bürgerinnen und Bürger. Und von daher werden wir uns an diesem weiteren Akt der Freiheitsberaubung auch nicht beteiligen, zumal dadurch nicht eine einzige Wohnung in Dresden neu geschaffen wird. Dem Antrag der FDP werden wir selbstverständlich zustimmen. Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Thomas Löser, Bündnis 90 Die Grünen. Danach wäre noch Thomas Lehmann auf der Liste und dann André Scholbach zum Abschluss. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, es ist ja sehr interessant, diese Debatte zu verfolgen, denn es geht um Wohnraum und etwas, was uns allen sehr, sehr wichtig ist. Wir hören hier von der rechtskonservativen Seite Begriffe wie Freiheitsberaubung und Gängelung. Wir hören Begriffe wie verdeckte Enteignung. Ich will mal sagen, worum es geht. Es geht darum, dass Wohnungen, die vermietet waren, von Eigentümern auf Airbnb angeboten werden. Und das hat zur Folge, dass Familien,
dass Dresdnerinnen und Dresdner aus diesen Wohnungen rausfliegen, dass sie gekündigt werden. Das ist hier der Punkt, um den es eigentlich geht. Der andere Punkt ist die Frage des Leerstandes. Und was das mit Nichtfreiheit, Gängelung und sonst was zu tun hat, das können Sie dann gern noch mal erklären. Nun wurde gesagt, Dresden hat irgendwie sich ausgedacht, einen angespannten Wohnungsmarkt zu haben. Es ist so, dass dies natürlich bestimmten Kriterien unterliegt und die Landesregierung hat festgestellt, dass in Sachsen, Leipzig und Dresden eben nach bestimmten Kriterien diesen angespannten Wohnungsmarkt haben. Und das heißt, für Menschen, die sich der sozialen Marktwirtschaft und eben nicht nur der Marktwirtschaft, der neoliberalen Marktwirtschaft verpflichtet fühlen, dass sie dann regulierend eingreifen. Und nichts anderes tun wir mit diesem Vorschlag des Gesetzes der Zweckentfremdung. Das ist politische Steuerung und ist keine Gängelung, sondern es ist im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdner, die hier leben. Der Landtag hat diese Grundlage geschaffen. Wir sind damit auch nicht allein in Sachsen. 11 von 16 Bundesländern haben bereits diese Grundlage und nach diesem Gesetz können Dresden und Leipzig diese Satzung einführen. Und natürlich muss der Stadtrat die beschließen. Und genau deswegen ist es gut, dass die SPD hier diesen Antrag auch vor der Kommunalwahl eingebracht hat, um den Dresdnerinnen und Dresdnern zu zeigen, wer hier neoliberal ist und wer hier im Interesse der Mieterinnen und Mieter agiert. Und diese Satzung fällt auch nicht vom Himmel. Ich will noch mal darauf hinweisen, warum wir glauben, dass es richtig ist, das hier einzuführen. Es gibt verschiedene Aussagen, wie viele Wohnungen zweckentfremdet werden. Ich kenne die Zahl 1.500 noch, Vincent Drews hat jetzt aufgestockt, 1.900. Ich will mal sagen, allein in der Dresdner Neustadt, wer die Portale durchforstet, findet dort 500 Wohnungen, die angeboten werden bei Booking.com und Airbnb. Wenn Sie mal schauen, so ein Gründerzeithaus, da sind 10 Wohnungen drin, das sind dann 50 Häuser. Allein in der Neustadt können Sie die gesamte Luisenstraße nehmen, die sozusagen für Ferienwohnungsvermietung momentan angeboten wird. Und ich glaube, das ist eben nicht nur eine Wohnung und ich glaube auch nicht, dass das trivial ist, weil das sind 500 Wohnungen, wo eben keine Familien, wo Dresdnerinnen und Dresdner, Studentinnen und Studenten drin wohnen können. Diese Satzung will zwei Dinge regeln. Einmal die Frage der Zweckentfremdung als Ferienwohnung und das zweite ist die Frage von Leerstand. Und auch da haben wir in Dresden erstaunliche Zahlen. In der Altstadt liefert uns die Stadt selber, ich gebe zu, die Zahlen sind von 21, in der inneren Altstadt Leerstand von 7%. Ja, das sind neu gebaute Wohnungen, die frei stehen, die leer stehen, trotz eines angespannten Wohnungsmarktes. Und es ist eben nicht so, Berlin macht es vielleicht schlecht, wir haben mit München geredet, die haben diese Satzung, München macht das seit geraumer Zeit konsequent und sie führen Wohnraum zurück. Sie führen diesen Wohnraum zurück, um ihn der Bevölkerung dann wieder ins Angebot zu geben. Und ich will auch noch mal sagen, worauf Vincent hingewiesen hat, es ist richtig, wir sind als Stadt Dresden ein beliebtes Urlaubsziel. Und wir haben einen Aufwuchs von in 23 um 20-30% Angebot Ferienwohnungen. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir noch ein größeres Problem. Und ich will mal sagen, was dahinter steckt, das ist nämlich auch eine wirtschaftliche Überlegung. Ich habe selber gesprochen mit einem Ferienwohnungsbetreiber in Dresden. Der sagt mir, so eine Wohnung, so eine Mietwohnung, wenn ich die als Ferienwohnung anbiete, mache ich das 6-8-fache des Gewinns. Das ist nämlich der Punkt. Ich kann das 6-8-fache verdienen und schmeiße dafür die Leute raus, die da drin wohnen. Und das, sagen Sie, ist Einschränkung von Freiheit. Da sage ich mal, das sind Leute, die ihren Reibach machen auf dem Rücken der Dresdnerinnen und Dresdner. Ich glaube, das ist ein Problem in bestimmten Stadtteilen. Es ist angesprochen worden, wir müssen jetzt klären, das muss die Stadt auch klären, muss man diese Satzung, damit sie gültig ist, über die gesamte Stadt legen? Kann man es in den Stadtgebieten nur einführen, die besonders betroffen sind? Das ist die Altstadt, das ist die innere Neustadt und die Neustadt. Den Leerstand über die ganze Stadt zu ziehen, da bin ich auch sehr dafür, dass man das macht. Das muss die Verwaltung uns jetzt vorlegen, eine Regelung, die auch rechtssicher ist. Ich will noch mal auf ein anderes Problem hinweisen. Niemand hindert jemanden, der Ferienwohnungen in Dresden anbieten will, dass er ein Grundstück kauft, dort ein schönes Haus drauf baut, dann hat er 10 Wohnungen. Die kann er vermieten als Airbnb, da macht er immer noch verdammt viel Geld damit. Und es ist okay, das kann er machen. Aber Wohnungen zu nehmen, wo Familien drin wohnen und dann eine Wohnung, zwei Wohnungen, drei Wohnungen, würden Sie in einem Haus wohnen wollen, wo Sie nicht wissen, wer nachts der Typ mit dem Rollkoffer ist oder wo dann nachts um drei die Jugendlichen durchs Haus trunken? Ja? Sie wollen das nicht, weil Sie vielleicht in besseren Wohnsituationen wohnen. Diese Leute dort vor Ort in diesen Häusern, die finden das, glaube ich, nicht cool. Insofern, Wohnen ist Grundrecht. Wir stehen klar zu diesem Vorschlag und bitten um Zustimmung zum SPD-Antrag. Vielen Dank. Nächster Redner, Thomas Lehmann, CDU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Löser, Sie malen ja hier ganz schwarze Bilder an die Wand zum Thema Zweckentfremdungsverbot von Wohnungen in Dresden. Ja. Es ist durchaus festzustellen, und es ist durchaus festzustellen, dass insbesondere in der guten Entwicklung im Dresdner Norden und den geplanten Zuzugs dann, wenn dann die Schüppfabriken an den Start gehen, dass wir dort durchaus Wohnungen brauchen, und zwar in allen Segmenten, in mittleren Segmenten, durchaus auch im hochpreisigen Segmenten. Das ist durchaus unbestritten. Allerdings, das Zweckentfremdungsverbot von Wohnungen hilft uns an der Stelle keinen Schritt weiter. Wir haben Zahlen gehört, 1.200 standen im Raum, 1.900, 1.500. Ich weiß es auch gar keiner so genau. Auf alle Fälle helfen uns doch die 1.200 Wohnungen, die weiter, wenn wir über 15.000 oder 20.000 Zuzüge allein in Dresden-Norden reden. Und was wir einfach anerkennen können, wenn wir das Zweckentfremdungsverbot umsetzen, am Ende ist es doch nichts anderes als eine Mangelverwaltung von Wohnraum. Das muss man doch ganz, ganz eindeutig sagen. Es ist eine Mangelverwaltung und hilft uns doch nicht wirklich weiter. Wir brauchen Investoren, die hier bauen, die hier neuen Wohnraum schaffen. Das ist doch der richtige Weg an der Stelle. Das muss man doch klipp und klar sagen. Und sie begrenzen sich ja auf die Gebiete Neustadt und Altstadt in der Vorlage. Und das sind ja durchaus die touristisch interessanten Gebiete. Und es gibt ja viele Bürgerinnen und Bürger, die bewusst sich gegen die Unterbringung im Hotel entscheiden und ihren Urlaub in Ferienwohnungen verbringen. Oder halt Kollegen, die länger auf Dienstreisen sind, die sagen, okay, ich möchte doch lieber in eine Ferienwohnung ziehen, weil ich halt ein halbes Jahr am Standort bin. Dann muss das doch eine Möglichkeit geben, auch diesen Menschen dort entsprechend ein Angebot zu unterbreiten. Und auf der anderen Seite, und das vielleicht noch als letzten Punkt in der Diskussion, ohne die jetzt hier unnötig in die Länge zu ziehen, wir reden immer, die Stadt hat ein Ausgabeproblem, aber was wir jetzt noch machen, ist neben dem Ausgabeproblem noch ein Einnahmeproblem zu generieren, weil die Leute, die herkommen, die bringen natürlich A, Geld in die Stadt, die führen Mieten ab, auch in den Ferienwohnungen, und diese Einnahmen beschneiden sie hier ganz bewusst an der Stelle. Ist schon so. Diese beschneiden sich ganz bewusst, von daher lehnen wir den Antrag der SPD ab. Vielen Dank. Gut, und dann letzte Rednerin in der Fraktionsrunde zunächst. Ich habe gesehen, Herrn Lanczynski und Herrn Schmählich. Pia Bargo, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Lehmann, was Sie hier erzählen, das stimmt ja so einfach nicht. Es geht nicht darum, Ferienwohnungen zu verbieten, sondern zu verbieten, dass Wohnungen, die eigentlich fürs Wohnen vorgesehen werden, sind, zweckentfremdet werden für andere Zwecke. Und genau darin liegt ja das Problem. Man kann ja eine Ferienwohnung betreiben in all jenen Gegenden, wo es möglich ist, aber nicht in Wohnungen, die eigentlich fürs Wohnen vorgesehen sind. Auf der rechten Seite wurde hier ja schon deutlich, auf wen Sie hier abzielen, und dabei verkennen Sie tatsächlich auch die Situation auf dem Dresdner Wohnungsmarkt. Die ist nämlich die, dass in den unteren Preissegmenten der Wohnungsmarkt nahezu leergefegt ist. Wenn man eine Wohnung sucht mit einem schmalen Geldbeutel, sucht man sehr lange. Die Mieten steigen Jahr für Jahr weiter an. Eine deutliche Verschärfung ist bereits jetzt absehbar. Diese Entwicklung kommt dabei überhaupt nicht überraschend und ist im Übrigen auch bundesweit so zu verzeichnen. Grund dafür ist es, dass in der Wohnungspolitik, insbesondere auf Bundesebene, im Prinzip den letzten 3 Jahrzehnten ein Sparkurs gefahren wurde im sozialen Wohnungsbau. Es wurde viel zu wenig Geld in den Erhalt und auch in den Neubau von Sozialwohnungen investiert. Diese sowieso schon von Bundesebene viel zu geringen Mittel wurden zudem auch noch in Sachsen noch nicht mal für den Wohnungsbau ausgegeben, sondern wurden für einfach irgendwas anderes ausgegeben. Das heißt, Millionen von Bundesgeldern, die eigentlich für den Wohnungsbau nach Sachsen geflossen sind, wurden nicht für den Wohnungsbau ausgegeben. Heute haben wir das Problem in den Ballungsgebieten in Dresden genauso wie in Leipzig. Die Leidtragenden
Dieser Wohnungspolitik, dieser fehlgeleiteten Wohnungspolitik sind jene Menschen, die ein kleines Einkommen haben und eine für sie viel zu hohe Miete zahlen müssen, da eben zu wenig Sozialwohnungen zur Verfügung stehen. Profiteurinnen sind all jene, die selber Wohnungen besitzen bzw. Wohnungskonzerne. Es bedarf also aus Sicht der Fraktion Die Linke eine ganz grundlegende Änderung in der Wohnungspolitik. Es braucht Investitionen in die Schaffung und aber auch in den Erhalt von Sozialwohnungen und von kostengünstigen Wohnungen. Es braucht aber auch steuerliche Vergünstigungen für gemeinnützige VermieterInnen, zum Beispiel durch eine Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit. Doch all das passiert nicht. Es gibt hier mal ein Gesetzchen, es gibt da mal ein Reformchen, die alle in der Summe so gut wie überhaupt gar keine Auswirkung auf die stetig steigenden Mietpreise in den Städten in der ganzen Bundesrepublik haben. Wir als Linke sind daher konsequent für einfach einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungspolitik, damit diese fortwährende Entwicklung an der Stelle einfach mal gestoppt wird. Das zeichnet sich derzeit aber leider nicht ab, dass es hierfür Mehrheiten gibt. Deswegen muss man ja letztendlich auch nehmen, was man hier kriegen kann und was zur Entlastung von Mieterinnen und Mietern führen kann. Nach ewiger Verzögerung ist dann jetzt endlich tatsächlich auf Landesebene das besagte Zweckentfremdungsgesetz verabschiedet worden, welches uns als Kommune eine Handhabe gibt, gegen Vermieterinnen und Vermieter vorzugehen, wenn sie ihren Wohnraum eben für andere Zwecke als Wohnzwecke vermieten. Und Frau Walter von der AfD, die romantische Vorstellung von einer Ferienwohnung oder dass man da in einer privaten Wohnung für ein paar Nächte im Gästezimmer übernachtet, vielleicht die Gastgeberin noch ein paar Insider-Tipps zur eigenen Stadt gibt, die gibt es schon lange nicht mehr. Das, was wir heute haben, sind kommerzielle Interessen. Und das sind Wohnungen oder ganze Wohnhäuser, die dauerhaft als Ferienwohnung vermietet werden, da so natürlich, es wurde gesagt, deutlich mehr Geld zu machen ist als durch normale Wohnraumvermietung. Okay, nun haben wir also endlich das Landesgesetz und können endlich als Stadt selber aktiv werden. Jedoch muss ich hier durchaus Wasser in den Wein gießen, denn es ist im bundesweiten Vergleich das schwächste Zweckentfremdungsverbotsgesetz, was es überhaupt gibt. 11 Bundesländer haben schon ein solches Zweckentfremdungsverbotsgesetz und keines dieser anderen 11 Bundesländer schöpft den Spielraum so wenig aus, wie es Sachsen tut. Üblich ist, dass Leerstand ohne erkennbare Vermietungsbemühungen für 3 bis 6 Monate toleriert wird. In Sachsen sind es 12. Das heißt, dass es weiterhin möglich ist, eine Wohnung ein ganzes Jahr leer stehen zu lassen, ohne dass wir als Kommune irgendeine Handhabe haben, diese für Vermieterinnen wieder nutzbar zu machen. Auch die Definition, was denn unter eine Zweckentfremdung fällt, ist in Sachsen sehr knapp. Es geht eigentlich sowieso nur um Leerstand und Ferienwohnungen. Alle anderen Bundesländer haben deutlich mehr Punkte auf, zum Beispiel die Vermietung von Wohnraum für Gewerbe oder auch, dass ganze Häuser schlicht vergammeln und irgendwann unbewohnbar werden, da die EigentümerInnen nicht für die Instandhaltung sorgen. Deswegen, wir werden dem Antrag, dass wir in Dresden eine Satzung auf den Weg bringen, zustimmen, denn wir müssen ja nur mal nehmen, was wir kriegen können. Aber trotzdem ärgert es mich wirklich sehr, dass die Chance vertan wurde, hier tatsächlich auch ein greifendes Zweckentfremdungsverbotsgesetz auf den Weg zu bringen und so eine lahme Variante auf Sachsen-Ebene beschlossen wurde, die jetzt ja für viele, viele Jahre vermutlich unantastbar ist. Trotzdem werden wir den Antrag zustimmen und werden damit auch diese Möglichkeit nutzen, Zweckentfremdung in Dresden künftig zu verhindern. Vielen Dank. Okay, damit haben wir die Fraktionsrunde beendet und steigen in die zweite Runde ein. Und da würde zunächst Herr Laczynski zu Wort kommen und dann Herr Schmierig, bitte. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Also zunächst muss ich ein bisschen hier mit den Geschichten aus dem Palanergarten aufräumen. Wenn Herr Löser hier erzählt, dass Familien gekündigt werden, damit Wohnungen im Anschluss dann bei Airbnb durch den Vermieter angeboten werden können,
da sollten Sie sich vielleicht wirklich mal genauer mit dem Mietrecht auseinandersetzen. Das ist so nicht ohne weiteres möglich, das geht gar nicht. Wenn das wirklich passiert sein sollte, ist die Chance ziemlich groß, dass man als Mieter dann auch vor Gericht Recht bekommt und seine Wohnung auch behalten kann. Insofern haben Sie wahrscheinlich auch die reichhaltigen Meldungen, die es zu diesem Thema gibt, einfach nur missinterpretiert oder falsch gelesen, denn es ist regelmäßig andersherum, nämlich dass Mieter ihre Wohnung auf Airbnb anbieten, ohne vorab mit dem Mieter Rücksprache gehalten zu haben und dann natürlich eine Abmahnung nach der nächsten erhalten und dann irgendwann auch ein Kündigungsgrund besteht. So rum sieht es nämlich aus. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist eigentlich die grundsätzliche Frage. Wenn wir diese Satzung machen, haben wir in Dresden überhaupt einen Wohnraummangel? Und die Zahlen, die auch offiziell auf Seiten der Stadt Dresden da vorhanden sind, sind da eigentlich recht eindeutig. Wir hatten im letzten Jahr einen innerstädtischen Leerstand von bis zu 20%. Wir haben derzeit einen strukturellen Leerstand von 7%. 7% zeichnen einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt aus. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ob wir hier die Menschen gängeln wollen, ob wir hier der Meinung sind, dass wir damit auch wirklich, wie es ja gesagt wurde, bezahlbaren Wohnraum schaffen, wenn wir hier jetzt genau diese Airbnb-Wohnung oder diese Ferienwohnung versuchen, auf den Wohnungsmarkt zu schmeißen. Dann machen wir uns nichts vor. Denn die Wohnungen vorher nicht vermietet waren, gibt es auch keine Vergleichsmiete für die Wohnungen. Das bedeutet, dass die entsprechende ortsüblichen Miete mit 10% Aufschlag angeboten werden können. Gerade in der Neustadt und der Altstadt sind das eben nicht diese Wohnungen, die als bezahlbare Wohnraum gelten, sondern es sind dann genau diese Wohnungen, die im höherpreisigen Segment wieder angeboten werden. Wir haben hier also keinerlei Nutzen mit dieser Satzung. Und letztendlich erdreisten wir uns hier, über das Eigentum von Menschen zu bestimmen, die selbst eigentlich am besten wissen, wie sie ihr Grund und Boden nutzen wollen und zu welchem Zweck sie ihn nutzen wollen, die nicht selten auch mit ihren eigenen Händen aufgebaut haben. Und wenn wir dann zukünftig dann Leute verpflichten, die beispielsweise ihren Anbau auf ihrem Grundstück, ihren Nebenbau, der vielleicht mit einer nicht frostsicheren verlegten Wasserleitung angeschlossen ist, dann zukünftig die Leute dazu zwingen, dass sie das als Wohnung anbieten sollen, dauert es nicht lange, da haben wir die erste Havarie, weil das Wasser kann man einem Mieter ja schlecht dann im Winter abstellen. Insofern ist das wohnungspolitische Irrsinn, was hier passiert, und das kann man eigentlich nur ablehnen. Vielen Dank. Herr Schmählich, bitte. Geehrter erster Bürgermeister, oh Gott. Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist mal wieder eine typische Debatte in diesem Stadtrat, wo die Fronten aufeinander knallen, wo es eigentlich, wenn man es sich anschaut, um einen sehr pragmatischen und pragmatisch ausgerichteten Antrag geht. Hier sagt die SPD-Fraktion, dort, wo es sich rechtfertigt, nämlich dort, wo der Wohnungsmangel objektiv vorhanden ist, wollen wir verhindern, dass es eine wachsende Zweckentfremdung von Wohnraum gibt. Da würden wahrscheinlich in den meisten Stadträten dieser Republik, im Westen wie im Osten, gesagt worden, das ist eine vernünftige Idee. Hier wird so getan, als ob es schon um Enteignung von Mieterinnen, von Eigentümerinteressen geht. Es wird so getan, im Grunde genommen, als man damit eigentlich entweder den Sozialismus oder auch das Gegenteil, nämlich unzureichende wohnungspolitische Maßnahmen macht. Ich möchte ganz eindeutig dafür plädieren, diesem Antrag zuzustimmen, weil er eigentlich den Kern der ursprünglich, egal wie scharf das Zweckentfremdungsverbot in Sachsen nun mal ausformuliert ist, und dass Sachsen nicht die Speerspitze des Mieterschutzes werden wird, das werden wir hier alle nicht mehr erleben, auch die Jüngeren unter uns nicht, sollten sich darüber nicht wundern. Aber wenn schon tatsächlich auch die CDU einsieht, dass wir hier im Bereich der Zweckentfremdung die Möglichkeit der Kommunen schaffen müssen, Handlungsspielräume zu haben, was ja übrigens in dem Antrag der SPD nicht heißt, dass wir hier Airbnb und jegliche Form von Ferienwohnungen verbieten wollen. Ist ja Quatsch, ist zu behaupten. Dann kann ich nur dafür plädieren, dass wir endlich auch mal in diesem Stadtrat aufhören, über solche wichtigen Fragen, die auch viele Menschen interessieren, ideologisch zu diskutieren und zu debattieren. Ja, wir sind Ideologen, das ist doch ganz klar, das merkt man doch immer wieder. Deshalb neige ich einfach dazu, lassen Sie uns einen pragmatischen
Vorschlag der SPD, der ist nun mal pragmatisch, hier mit einem positiven Votum ausstatten. Vielen Dank. Okay, weitere Redner sehe ich. Ach so, Schlusswort, genau, Herr Treves. Ja, Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja eine lebhafte Debatte geworden, ist ja auch schön, dass hier so mit so ja, krassen Worten wie Enteignung und Freiheitsberaubung um sich geworfen wird, wird, glaube ich, dem Thema dann doch nicht ganz gerecht. Spannend fand ich auch den Begriff Mangelverwaltung, insbesondere da von der CDU kam. Ich würde ja sagen, wenn wir hier oder wenn es einen Grund gibt, warum wir in der Wohnungspolitik in der Mangelverwaltung sind, dann kam der aus 2006 und dem vollständigen Verkauf der WOBA, die der größte wohnungspolitische Fehler war, den wir in Dresden jemals begangen haben. Und die CDU ist bis heute der Meinung, dass das richtig war. Also da ist das, finde ich, dann tatsächlich eine spannende Debatte. Schön ist auch, dass in der Debatte von einzelnen Rednern innerhalb eines Redebeitrags gesagt wurde, das Ganze bringt überhaupt nichts und es ist gleichzeitig das Ende des Tourismus für Dresden. Also was denn nur? Entweder es bringt nichts für den Wohnungsmarkt, weil es nicht viele Wohnungen akquiriert, oder ist es das Ende des Tourismus, weil auf einmal alle Ferienwohnungen weg sind. Das ist doch wirklich eine absurde Debatte, die hier teilweise geführt worden ist. Ich glaube, wir haben auch mit dem Zweckentfremdungsverbot in Dresden ausreichend Möglichkeiten, wie Menschen, die nicht dauerhaft in Dresden leben, hier sich aufhalten können. Es gibt Hotels, es gibt in den letzten Jahren sind viele möblierte Apartments entstanden, die ganz häufig eben von Menschen genutzt werden, die hier mal für ein paar Monate in der Stadt arbeiten, aber nicht auf Dauer in Dresden sein werden. Und wenn wir den Antrag heute der SPD-Fraktion beschließen, dann reden wir ja bei den Ferienwohnungen auch erstmal über Alt- und Neustadt. Das heißt, in allen anderen Stadtteilen wird das Thema erstmal überhaupt gar nicht zum Tragen kommen. Insofern würde ich da tatsächlich die Messlatte mal ein bisschen runterhängen. Auch das Argument, das, was wir eigentlich für den Wohnungsmarkt brauchen, ist Neubau, ist aus meiner Sicht kein funktionierendes Gegenargument gegen das Wohnraumzweckentfremdungsverbot. Natürlich brauchen wir Neubau, aber natürlich kümmern wir und müssen wir uns auch darum kümmern, aber das heißt doch nicht, dass wir deswegen das Thema Wohnraumzweckentfremdung weglassen, genauso wie es nicht heißt, dass wir deswegen die Kappungsgrenzenverordnung weglassen oder die Mietpreisbremse oder ähnliches. Das sind doch alles wichtige Instrumente und ein Wohnungsmarkt lässt sich nur regulieren, wenn man alle Instrumente nutzt, die zur Verfügung stehen. Herr Laczynski hat ja auch wieder mal probiert, hier mit Verdrehung von Tatsachen irgendwie diese Debatte zu prägen. Die 7% sind der Bruttoleerstand und der strukturelle Leerstand, für die Sie die 7% verkauft haben, liegen bei 2,9%. Sie haben selber gesagt, ja, bei 7% würde man von einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt reden, bei 2,9% ganz sicher nicht mehr. Und das ist ja genau der Grund, warum auch das sächsische Innenministerium bescheinigt hat, dass Dresden einen angespannten Wohnungsmarkt hat. Ich finde es tatsächlich spannend, insbesondere in dem Jahr, wo Kommunalwahl ist, heute hier nochmal deutlich gemacht zu bekommen, wer eigentlich die Touristenlobby in diesem Stadtrat ist und wer die Lobby für die Mieterinnen und Mieter ist. Und ich bin sehr froh, auf der Seite der Mieterinnen und Mieter zu stehen. Vielen Dank. Okay, kommen wir ins Abstimmungsverfahren. Ich wurde zuerst den Änderungsantrag FDP abstimmen lassen, der den Ausschussbericht ersetzt. Falls der keine Mehrheit bekommt, wurden wir dann über den federführenden Ausschussbericht Soziales und Wohnen abstimmen. In dem Sinne rufe ich zuerst den Änderungsantrag FDP auf. Wer hier seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 33 Ja, 35 Nein, 0 Enthaltungen keine Mehrheit bekommen. Und deshalb rufe ich jetzt den federführenden Ausschussbericht auf. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 35 Ja, 33 Nein, so mehrheitlich beschlossen. Kommen wir zum Top 22. Verkehrsbaumaßnahme, Bautzner Landstraße.